Bezogen auf die Investitionen und die Finanzpolitik ist natürlich zu sagen, dass es richtig ist, was Frau Kraft auch gemacht hat, auf die kommunale Notlage hinzuweisen und dass die Kommunen gestärkt werden müssen und dass wir dafür das Stoppsignal nach Berlin brauchen, damit es keine weiteren Steuersenkungen gibt, die den Staat weiter aushöhlen. Bezogen auf die Steinkohlesubventionen hat Herr Rüttgers ausnahmsweise recht, das war richtig und das sollte auch nicht wieder aufgemacht werden. Und die Grünen wollen ja mit dem Green New Deal insbesondere auch Impulse für wirtschaftliches Wachstum geben, für zukunftsfähiges wirtschaftliches Wachstum geben und für eine Wertschöpfung sorgen.